ihr Lieben und frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage alt ist wieder mittlerweile. Für mich ist noch 2018, aber ich dachte, ich muss dieses Video vorfilmen, weil ich gerade so viele gute Ideen für dieses Thema habe. Und zwar ist das, wie ihr hier unten auch am Titel schon sehen könnt, ein paar Post-Ideen und Bonustipps zum Thema Instagram für Autoren oder für Kreative. Und da dachte ich, zeige ich euch heute 10 Post-Ideen, Anlässe, Möglichkeiten, wie ihr euch in eurem Feed, ganz wichtig, nur im Feed, präsentieren könnt als Autor und neue Leser anlocken könnt und auf eure Geschichten neugierig machen könnt. Und ich teile auch noch ein paar Bonustipps, die ich persönlich bei meinem Account, aber auch bei dem Account, den ich beim Fischer Verlag aufgebaut habe, so ein bisschen gelernt habe, was man da drauf, wo man da drauf achten muss. Mein Instagram-Account ist mit seinen über 600 Followern jetzt nicht der größte, muss ich sagen, aber trotzdem haben ganz viele von euch das Video hier angefragt und ich werde auch noch ein paar weitere Videos gerne zum Thema Instagram machen. Also falls ihr da irgendwelche speziellen Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben, dann versuche ich da drauf einzugehen und zwar so schnell wie möglich. Aber beim Account von S. Fischer, da freue ich mich, das ist so mein Erfolgserlebnis aus dem letzten Jahr. Den haben wir im Mai gegründet und sind jetzt bei, also wahrscheinlich, wenn ihr das guckt, schon fast 9000 Abonnenten. Das ist eine andere Sache, weil es halt schon eine eingeführte Marke ist am Markt, aber es ist schon echt ein Riesenwachstum innerhalb von so kurzer Zeit und da bin ich sehr stolz drauf und da habe ich natürlich auch einige Dinge gelernt, die ich ohne diesen Account nicht gelernt hätte mit meinem eigenen. Das werde ich euch heute alles in diesem Video erzählen. Deswegen höre ich jetzt mal auf zu labern und wir fangen an mit den eigentlichen Post-Ideen. Post-Idee Nummer 1 ist super offensichtlich und zwar sind das Bücher. Ob das eure eigenen sind, Neuzugänge sind, Bücher von Autorenfreunden von euch, Bücher, die ihr gelesen und rezensiert habt, ganz egal. Ihr wollt auf eurem Account hauptsächlich Leser anlocken und es gibt auf Instagram eine sehr aktive, sehr eng vernetzte Buch-Community, die nennt sich Bookstagram. Gerne mal gucken, was da für geile Fotos teilweise gemacht werden. Die will ich, wenn ihr gerade anfangt, in erster Linie ansprechen, weil das sind Leser, die viel lesen, die schnell lesen, die gerne lesen und die auch gerne alles Mögliche lesen und nur auf das nächste neue Interessante warten. Und vielleicht ist das ja eure Geschichte. Und die bekommt ihr natürlich nur auf euren Account, wenn ihr auch über Bücher schreibt. Nicht nur über eure eigenen, sondern eben so eine Mischung aus eigenen und fremden Büchern. Da muss man halt gucken, was für einen selber so das richtige Verhältnis ist dieser Mischung. Aber 50-50 funktioniert am Anfang relativ gut. Vielleicht sogar 40, 60 und 60 dann halt Fremdbücher. Einfach um erstmal Leute auf euch aufmerksam zu machen und erste Kontakte in dieser Community zu knüpfen. Die Post-Idee Nummer 2 ist Bilder aus dem Autorenleben. Über Social Media, egal ob es jetzt Instagram ist oder Facebook oder YouTube oder wo auch immer ihr noch unterwegs seid, habt ihr die Möglichkeit, Leute daran teilhaben zu lassen, was ihr macht, an der Entstehungsgeschichte von eurem Buch. Und da könnt ihr natürlich dann auch Bilder dazu posten, was ihr gerade macht, woran ihr arbeitet, euer Schreibtisch-Chaos, irgendwelche interessanten Sachen, die ihr bei der Recherche gefunden habt, Notizbücher, Vision Boards, Moodboards zu euren Charakteren oder Landschaften, die darin vorkommen in euren Büchern und so weiter und so fort. Also das Autorenleben hat ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das in einem Post verpacken könnt. Und natürlich ist es da wichtig, dass ihr nur das postet, womit ihr euch wohlfühlt und wo ihr vielleicht nicht zu viel von der Story verratet, weil ihr vielleicht Angst habt, dass euch andere Leute die Geschichte klauen oder sonst wie irgendwas damit anstellen oder ihr noch ein bisschen Angst vor Kritik habt. Teilt einfach das, womit ihr euch wohlfühlt und ihr werdet merken, irgendwann habt ihr so einen Punkt erreicht, wo ihr sehr, sehr viel teilt und einfach ins Gespräch kommt mit euren Lesern oder mit potenziellen Lesern, um die einfach so ein bisschen an die Hand zu nehmen und die mit dabei sind, wenn das entsteht, weil ganz ehrlich, wenn ich ein Buch im Laden kaufe von irgendeinem Autor, den ich überhaupt nicht kenne, oder ein Buch kaufe von einem Autor, den ich auf Instagram kenne, wo ich vielleicht sogar gesehen habe, wie er das Buch schreibt und wie er seine Charaktere erstellt hat und Bilder davon und so weiter und so fort, dann kaufe ich doch eher das Buch, wo ich schon den Autor kenne, wo ich schon auf Instagram irgendwas gesehen habe von, als das Buch von irgendeinem unbekannten Autor, oder? Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch in eure Poststrategie auf Instagram mit einnehmen. Und die Idee Nummer 3 habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggegriffen und zwar ist das über euch. Über euch als Mensch,
als Autor und nicht immer nur über eure Bücher. Die Leute, die euch lesen, wollen auch gerne wissen, wie ihr so drauf seid, was eure Lieblingsfilme sind, was ihr gerne lest, welche Musik ihr hört außerhalb des Schreibens, was ihr sonst noch so für Hobbys habt, eure Haustiere, Sport im Speziellen, keine Ahnung, vielleicht macht ja jemand von euch Fechten, fände ich ziemlich cool, oder so Schwertkampf. Ja, da würde ich auch ganz gerne weiter folgen und gucken, was da so alles bei rumkommt. Weil viele Leute, die eure Bücher zum Beispiel gelesen haben oder schon mal von euren Büchern gehört haben, wollen nicht nur mehr über eure Bücher wissen und darüber, wann das nächste Buch erscheint und bla bla bla, Werbung, 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 sondern die möchten auch die Personen, die dahinter steht, kennenlernen. Und ob das jetzt wirklich ihr seid oder ob ihr ein Pseudonym erschafft, ein Persona erschafft, die, keine Ahnung, gerne Tee trinkt und spazieren geht und Liebesromane liest und ihr das in Wirklichkeit überhaupt nicht tut, dann, gut, das ist zwar ein bisschen Lügen, aber vielleicht hat das dann mit eurer Markenstrategie zu tun. Auch darüber können wir in einem anderen Video sprechen. Und zwar, glaube ich, im übernächsten Video werde ich über Branding sprechen als Autor. Also freut euch da schon mal drauf. Abo da lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr das Video auch nicht verpasst. So verleiht ihr euch halt auch ein bisschen Persönlichkeit. Weil wenn ich jetzt irgendwie irgendeinen Autor nehme, der vielleicht auf Amazon in der, keine Ahnung, Top 20 steht, aber wo ich einfach nicht weiß, wer das ist und was den ausmacht. Oder einen Autor habe, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber so langsam bekannt wird und der halt viel postet über sich selber, über seine Bücher, über darüber, wie er schreibt und wie er halt einfach ganz normal lebt. Ich würde jemanden mit mehr Persönlichkeit einfach immer viel lieber vorziehen als jemanden, den ich überhaupt nicht kenne und der mir so vorkommt, als ja, könnte der irgendwer sein. Und manchmal, wenn man so einer Person folgt und wirklich so Einblicke ins Leben bekommt, auch wenn das nur kleine Sachen sind, ihr müsst ja nicht alles teilen, habe ich so ein Gefühl, die Leute zu kennen. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr zum Beispiel mir zuguckt oder anderen Autoren auf YouTube zuguckt oder auf Instagram oder sonst wo. Ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel früher, als Mona Carsten hier noch regelmäßig Videos hochgeladen hat, dass ich Mona kenne und dass Mona eine gute Freundin von mir ist. Und wir viele Sachen teilen, die wir machen. Also wir lesen dieselben Bücher, wir hören dieselbe Musik, wir ziehen uns ähnlich an oder sowas. Keine Ahnung. Dass man als Leser oder als Konsument der Produkte so schon irgendwie das Gefühl hat, mit der Person verbunden zu sein und deshalb noch mehr von der Person wissen möchte, aber auch gerne neue Bücher oder neue Produkte von dieser Person kaufen möchte. Das ist ja auch das ganze Ding, was diese großen YouTuber da draußen gerade so treiben, warum die alle möglichen Merchandising-Sachen machen, weil sie halt einfach so viel Persönlichkeit mit ihren Fans aufgebaut haben, dass die einen überall hinfolgen und gerne halt einfach auch über die Videos und Social-Media-Posts irgendwas von dieser Person haben möchten, ob das jetzt irgendeine komische Schminkpalette ist oder ein T-Shirt oder ein Kissen oder was weiß ich, was es da alles draußen gibt. Die wollen sich halt einfach mit euch verbunden fühlen. Vielleicht geht es euch ja ähnlich, wenn ihr guckt, wieso ihr manchen Leuten auf Instagram folgt oder so oder Merchandising-Produkte kauft oder überhaupt Bücher kauft. Okay, das war jetzt viel zu diesem Thema. Weiter geht's mit der nächsten Post-Idee. Also wenn ihr da draußen als Autor auftretet, kann es sein, dass euch andere Autoren, ähnlich groß sind, groß oder bekannt sind wie ihr, folgen, vielleicht auch nicht so ganz so bekannt sind. Und hin und wieder ist es mal ganz gut, so ein motivierendes Zitat rauszuhauen und dann zum Beispiel eine kleine Textgrafik zu machen. Entweder könnt ihr das, wenn ihr im Handlettering gut seid, das schön aufmalen und fotografieren oder ihr macht halt irgendwie mit Photoshop, GIMP, Canva, PicMonkey und was es nicht alles für Programme gibt, eine Textgrafik oder so und lade die dann auf Instagram hoch. Ich finde, das ist auch immer ganz schön und bringt ein bisschen Abwechslung rein neben dem ganzen, hier, das ist mein Buch und das Buch habe ich gerade gelesen und das bin übrigens ich und das sind meine Katzen. Hin und wieder was Motivierendes zu posten oder was Inspirierendes zu posten, zum Beispiel irgendeinen interessanten Fakt, den ihr bei eurer Recherche rausgefunden habt. Das bringt nochmal ganz andere Leute auf euren Account und das ist oft auch nochmal wirklich gut, andere Sachen drauf zu bringen oder andere Leute drauf zu bringen, die sonst vielleicht nicht nach den Dingen gucken oder suchen, die ihr sonst postet. Einfach um ein bisschen Frischfleisch dahin zu bekommen und vielleicht noch ein paar neue Leser zu finden, die jetzt nicht unbedingt die super viel Leser aus der Bookstagram-Community sind, sondern halt eher nach motivierenden Leuten gucken oder nach spannenden Geschichten, aber nicht wirklich wissen, wo sie da anfangen sollen und von Bookstagram überhaupt keine Ahnung haben. Und ich finde, so ein Stück Motivation zu teilen, hilft einerseits einem selber, weil man das nochmal irgendwie verdeutlicht oder für sich verdeutlicht oder verinnerlicht dieses Zitat, was man da teilt oder was auch immer man da gerade posten möchte. Aber andererseits ist es auch immer toll, dann zu sehen, wie es anderen Leuten weiterhilft. Also das merke ich ja bei jedem Video, das ich poste, dass irgendjemand sich meldet und sagt, hey, danke, dass du das Video gemacht hast, hat mir so viel weitergeholfen. Und wenn es auch nur eine Person ist, die mir sagt, okay, vielen, vielen Dank, hey, dass du das Video gemacht hast oder dass du den Post hochgeladen hast, das bedeutet mir echt viel und das ist auch so für mich so eine Bestätigung, damit weiterzumachen und euch weiterzuhelfen, was ja einer der Gründe ist, warum ich den Kanal hier gegründet habe.
Meine nächste Post-Idee ist der Throwback Thursday. Das ist so ein bekannter Hashtag und ist nichts anderes, dass man halt an einem Donnerstag oder vielleicht nicht mal an einem Donnerstag ein älteres Bild postet, was irgendeine besondere Geschichte hat oder eine interessante Geschichte hat, wo man so ein bisschen was erzählen kann. Vielleicht hat das auch irgendwas mit eurem Buch zu tun oder mit euren Anfängen als Autor. Irgendwas, wo man so ein bisschen Storytelling mit betreiben kann, finde ich. Also ist besser als irgendein altes Selfie zu posten und sagen, ja, das war ich vor 10 Jahren oder so. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand sehen möchte von mir. Aber das ist halt so ein bekannter Hashtag, der weltweit benutzt wird und vielleicht auch nochmal ganz andere Leute auf euren Account bringt und noch mehr potenzielle Leser anlockt, die ihr sonst mit anderen Posts vielleicht nicht ansprechen würdet. Eine andere Sache ist Behind the Scenes, also das ist eine neue Post-Idee sozusagen. Das ist zwar so ein bisschen wie Autorenleben, aber ich meine damit auch, wenn ihr zum Beispiel einen Lektor habt oder bei einem Verlag untergekommen seid mit eurem Buch, dass ihr euren Lektor oder den Hersteller da fragt, hey, könnt ihr nicht mal ein Foto von eurem Arbeitsplatz machen oder zeigen, was ihr gerade so mit meinem Buch treibt, dass ich das halt auf meinem Instagram-Account posten kann und so, dass halt die Leser nicht nur mitkriegen, was ihr so macht für das Buch, sondern was auch andere Leute für das Buch machen. Das kann auch sein, wenn ihr Self-Publishing macht, dass ihr euren Cover-Designer einfach bittet, so kurz ein paar Entwürfe oder seinen Arbeitsprozess mit euch zu teilen, dass ihr das hochladen könnt, einfach, dass man einen anderen Einblick noch hat und wirklich alle Schritte mitbekommt, die man von der Idee zum fertigen Buch im Bücherregal virtuell oder wirklich physisch von eurem Leser braucht. Und das kann auch sein, wie eure Bücher bei euch ankommen und ihr die auspackt zum ersten Mal oder wie ihr Sachen hochladet und so weiter und so fort. Da muss man sich halt auch immer überlegen, ob das jetzt wirklich ein schönes Bild ist, dass man in den Feed packen möchte oder ob das eher was für die Stories ist. Aber falls ihr Bock habt, dann mache ich auch gerne noch Videos zu Post-Ideen für die Stories, was man da so alles Schönes treiben kann, weil ich die auch sehr, sehr wichtig finde und glaube, dass man damit auch nochmal ganz andere Leute erreicht als mit dem eigenen Feed. Die siebte Post-Idee, die ich hatte, waren Challenges. Also gerade wenn ihr auf der Bookstagram-Seite von Instagram unterwegs seid, dann werdet ihr ziemlich schnell über solche Monats-Challenges stolpern. Das sind einfach so kleine Aufgaben, die man an jedem Tag des Monats erfüllen muss. Also irgendwelche kleinen Fotos zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel blaue Bücher, lila Bücher, Bücher mit silberner Veredelung und so weiter und so fort. Oder mein Lieblingsprotagonist. Und dann macht man halt irgendwelche Fotos von Büchern oder anderen Dingen, die mit dem Thema zu tun haben. Und hin und wieder gibt es auch Autoren, die sowas machen für andere Autoren. Habe ich auch schon gemacht und vielleicht werde ich das auch in Zukunft wieder machen. Falls ihr Bock habt, dann sagt doch auch mal Bescheid, ob ihr so eine Challenge mitmachen würdet. Man muss ja nicht jeden Tag posten und man muss auch nicht unbedingt sofort gleich an dieser Monats-Challenge teilnehmen, sondern man kann sich davon auch sehr gut inspirieren lassen, was man noch so für interessante Posts bringen kann. Ob das jetzt irgendwelche speziellen Büchersachen sind oder man gewisse Aufgabenstellungen vielleicht auch auf das eigene Buch anwenden kann und dann so ein paar interessante Sachen zeigen kann, die vielleicht neue Leute anlockt oder anderen Leuten nochmal, die einem schon folgen, zeigen, was eigentlich in diesem Buch drinsteckt, warum das so besonders ist. Also ich finde, Challenges ist einfach eine gute Möglichkeit, um sich nochmal andere Inspirationen zu holen und zu gucken, was andere Leute auch interessiert, weil solche Challenges werden von anderen Lesern gestellt. Das, was mir manchmal einfällt, wenn ich so Challenges mache oder irgendwie posten möchte, ist nochmal was ganz was anderes, als was andere Leute im Kopf haben. Und da manchmal reinzugucken und zu schauen, was die interessiert oder was sie gerade beschäftigt an Büchern, ist echt eine gute Möglichkeit, um den Feed noch mal ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. So, und falls ihr mal nicht so viel Zeit habt oder sagt, ihr könnt gar nicht so gute Fotos machen oder ihr wollt das auch nicht unbedingt, dann könnt ihr auch auf User-Generated Content zurückgreifen. Das ist ein Marketing-Terminus, der eigentlich nur so viel bedeutet wie Content oder Bilder von euren Produkten, also euren Büchern, die andere User, zum Beispiel eure Follower und eure Leser, gemacht haben. Ihr könnt so ein Bild in eurem Feed wieder posten, müsst aber unbedingt den Benutzernamen von der Person damit aufnehmen in die Bildunterschrift, der das Bild gemacht hat, weil Urheberrecht und so. Und einerseits ist das für euch natürlich eine Zeitersparnis, weil ihr habt diese Bilder vielleicht irgendwo abgespeichert und müsst ihr dann nur noch hochladen und habt dann euch mal ein oder zwei Bilder in der Woche gespart. Andererseits zeigt das der Person, die das Foto gemacht hat, dass ihre Meinung wertgeschätzt wird und dass ihr da seid und dass ihr euch darüber freut, dass sie irgendwas mit eurem Buch gemacht hat, dass ihr halt sehr verbunden seid zu eurer Leserschaft und dann wird sie wahrscheinlich, diese Person, in Zukunft auch über eure
anderen Bücher irgendwas posten, in der Hoffnung, vielleicht nochmal gepostet zu werden oder euch auf deren Account aufmerksam zu machen. Weil, seien wir mal ehrlich, Instagram ist eine sehr oberflächliche Plattform in erster Linie, weil es darum geht, schöne Fotos hochzuladen. Fotos hochzuladen, die anders sind als die von der Konkurrenz und von den Mitbewerbern. Es geht darum, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu erregen. Und das schaffst du halt unter anderem, indem du andere Accounts text und Fotos von großen Marken machst oder auch eben von Büchern von deinen Lieblingsautoren. Und ganz ehrlich, wenn ich merke, dass mir irgendwie ein Autor geantwortet hat oder mein Bild geliked hat, dann fühle ich mich auch gleich dreimal besser und mache auch gerne nochmal ein Foto von anderen Büchern von diesem Autor oder lese gerne noch mehr von diesem Autor, weil ich gemerkt habe, okay, das interessiert ihn wirklich und der ist hinten dran, der schaut sich an, was seine Leser machen und der ist da halt sehr engagiert. Das finde ich wesentlich besser als irgendjemand, der halt überhaupt nicht drauf reagiert oder halt gar nicht auf Social Media unterwegs ist und sich um seine Leser nicht wirklich kümmert. Und der letzte Grund, warum ihr das machen solltet oder was euch das nützt, ist, dass andere Leute, die euch folgen, dann auch sehen, oh, der hat jetzt schon dieses und jedes Buch geschrieben und aha, das sind ja auch Leute, denen gefällt es und die haben sogar einen extra Post nur diesem einen Buch gewidmet von diesem einen Autor. Das muss ja eigentlich ganz gut sein. Und dann gucken sie vielleicht sich den Originalpost nochmal an und sehen, ach ja, die fanden das jetzt richtig geil, da gab es 4 von 5 Sternen und das ist unbedingt eine Leseempfehlung. Vielleicht sollte ich mir das auch kaufen gehen. Das ist auch nochmal so eine Validierung allen anderen Usern gegenüber, die dieses Bild sehen von euch, dass das, was ihr hergestellt habt, also euer Buch, für die auch interessant sein können, dass es wirklich eine gute Qualität hat und dass das viele Leute gibt, denen es gefallen hat und dass sie das vielleicht auch mal sich anschauen sollten. Vorletzter Post-Tipps sind Leseproben oder sogenannte Textbilder. Das ist so ein bisschen wie diese Motivation- oder Inspirationssachen, dass man Instagrams Feature nutzen kann, mehrere Bilder in einen Post hintereinander zu packen, dass man so swipen, also so wischen kann, um vielleicht ein schönes Deckblatt zu gestalten und dahinter einfach wie eine Buchseite Text zu packen, auf dem ein kleiner Ausschnitt aus eurem Buch ist. Da sollte man natürlich darauf achten, dass man auch auf allen Endgeräten gut lesen kann und sehen kann. Aber ich finde das immer super interessant. Ich habe das noch nie so wirklich bei einem Autor gesehen, dass er das einsetzt und kann mir vorstellen, dass das Leute interessanter finden, als jetzt nochmal 100 Links klicken zu müssen, um dann irgendwann auf eurer Leseprobe zu landen oder selbst auf Amazon danach suchen müssen, falls es sie interessiert. Deswegen würde ich mal versuchen, Leuten das so anzubieten, dass sie es mit einem Klick oder mit möglichst wenig Klicks lesen können. Und da ist Instagram, wenn ihr da die Leute ansprecht und auf euch aufmerksam macht, natürlich die erste Anlaufstelle, um sowas zu posten. Das muss natürlich nicht eine Leseprobe sein, das kann auch irgendein Text sein, der einfach viel zu lang für die Bildunterschrift ist, dass ihr den halt in die Bilder packt. Irgendwas, was euch gerade super wichtig ist, wozu ihr eine Meinung habt, wozu ihr irgendwas loswerden müsst und wo ihr sonst vielleicht 3 oder 4 Posten hättet machen müssen, um das alles in so eine Bildunterschrift packen zu können oder in die Kommentare nochmal reinmachen. Irgendwann hört man auf zu lesen als User, weil man sich denkt, jetzt muss ich wieder die Kommentare anklicken und da durchscrollen. Nee, da ist so ein Swipe viel leichter und deswegen würde ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das bei euch, bei den Leuten, die euch schon folgen oder folgen werden, interessant ist und ob das vielleicht mehr hilft als so einen ellenlangen Text aus mehreren Kommentaren zusammenzustellen. Und meine letzte Post-Idee ist ziemlich offensichtlich und zwar ist das Promo-Content, also alles, was ihr machen könnt, um eure Bücher zu promoten, wenn gerade das nächste erscheint oder kurz davor und währenddessen, kurz danach. Theoretisch ist alles, was ihr auf Instagram postet, irgendwie Promotion für euch und für eure Bücher. Aber gerade kurz vor so einem Erscheinungstermin ist es vielleicht sinnvoll, mehr zu diesem einen bestimmten Buch zu posten, über die Charaktere was zu erzählen, Leseproben oder Textausschnitte hochzuladen, irgendwelche interessanten Zitate, Bilder von euren Büchern, Coverentwürfe, was auch immer euch dazu einfällt, vielleicht sogar einen Trailer, wenn ihr einen habt, um auf dieses Buch aufmerksam zu machen. Aber was da ganz wichtig ist, ist, dass ihr es nicht übertreibt, dass ihr nicht zu früh anfangt und zu spät aufhört, sondern dass ihr das so 2 Wochen vor dem Erscheinungstermin und 2 Wochen danach macht und hin und wieder auch anderen Content bringt, der jetzt nicht unbedingt was mit diesem einen Buch zu tun hat, weil manche von euren Lesern folgen euch, weil sie diese eine Buchreihe super toll finden. Auch wenn dann zwischendurch noch ein anderer Teil kommt, den sie jetzt oder ein anderes Buch kommt, was damit nichts zu tun hat, dann sind sie vielleicht so ein bisschen abgeneigt und achten da nicht so wirklich drauf und scrollen halt dann bei euren Posts irgendwie durch und das ist denen dann egal. Ich würde schauen, dass es wirklich allen Usern, die ihr habt, interessant ist und dass ihr das mit der Werbung nicht übertreibt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr von irgendeinem Account mit Werbung zugeschüttet werdet, wo dann immer steht, ja, kauf mein Buch, hier ist mein Buch, hier ist mein Buch, ich habe da ganz schnell keinen Bock mehr, dieser Person zu folgen und entfolge dann einfach und kriege dann einfach nicht mehr mit, was sie noch für andere coole Sachen machen. Deswegen würde ich da auch auf eine sehr, sehr gute Mischung achten und es wirklich nicht übertreiben. So,
Jetzt haben wir den Großteil des Videos geschafft. Das waren so meine 10 Post-Ideen für euch fürs nächste Jahr. Es waren jetzt keine sehr spezifischen Ideen, sondern eher so ein bisschen breit gefasst. Und ihr könnt dann überlegen, was ihr da selbst für euch rausnehmt. Aber ich dachte, ich teile jetzt noch 3 Tipps mit euch, die ich in den letzten Jahren, die ich auf Instagram schon unterwegs bin, gelernt habe. Und die auch, glaube ich, dabei helfen werden, um euren Account nochmal ins nächste Level hochzuheben. Der erste Tipp, den habe ich schon so ein bisschen angesprochen, den einzelnen Post-Ideen, ist Hashtags benutzen. Nicht nur irgendwelche, ihr dürft ja maximal 30 Hashtags pro Post benutzen. Und da würde ich nicht nur Hashtags nehmen, die jetzt auf euer Buch oder auf eure Geschichte zugeschnitten sind, sondern auch ein paar größere. Zum Beispiel dieses Throwback Thursday, also TBT, oder NaNoWriMo, wenn gerade wieder NaNoWriMo-Zeit ist. Oder irgendwas anderes, größeres, Beauty-mäßiges oder, keine Ahnung, größeren Hashtag, der vielleicht sogar international ist, um einfach mehr Leute wieder auf euren Account zu kommen, die ihr bekommt, die ihr mit den kleineren, spezifischeren Hashtags nicht erreichen würdet. So generiert ihr dann eine höhere Reichweite und habt dann hoffentlich auch mehr potenzielle Leser gefunden und angelockt und neugierig gemacht, die dann auch ganz hoffentlich euer Buch kaufen. Lieber zu viele Leute aufmerksam machen als zu wenig. Es kostet euch nicht unbedingt was auf Instagram zu posten, außer Zeit und vielleicht ein paar Stunden YouTube-Videos gucken, wie man am besten so ein Foto bearbeitet. Deswegen versucht da auch andere Leute mal anzusprechen mit euren Hashtags und auch mal größere zu benutzen. Mein Bonustipp Nummer 2 ist der Winkel macht bzw. die Perspektive macht. Wenn ihr immer aus demselben Winkel, also zum Beispiel von oben, so als Draufsicht oder immer gerade, frontal, Fotos macht, dann wird das relativ langweilig auf die Dauer. Deswegen ist es wichtig, Bilder aus verschiedenen Winkeln zu fotografieren oder den Content, den ihr teilen wollt, aus verschiedenen Winkeln und Perspektiven zu fotografieren. Und wenn ich selber ein Foto mache von was auch immer, mache ich, glaube ich, 5 bis 10 Bilder aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Richtungen, um einfach interessantere Fotos rauszubekommen und so eine sehr bunte Mischung aus unterschiedlichen Perspektiven dann auch in meinem Feed widerspiegeln zu können. Das muss jetzt nicht heißen, dass ihr jedes Mal irgendwas anderes, total crazy-mäßiges auf eurem Foto machen müsst oder mit eurem Foto machen müsst, sondern einfach mal hin und wieder das ein bisschen abzuwechseln, ist schon eine gute Methode, damit euch sich eure Follower nicht schnell langweilen und dann vielleicht euch entfolgen, weil das geht relativ schnell, dass das passiert. Mein letzter Tipp ist einer, der eigentlich offensichtlich sein sollte, der aber von vielen Leuten, die gerade auf Instagram anfangen, übersehen wird. Und zwar ist das das soziale Netzwerke. Das heißt ja nicht ohne Grund so. Und ist eigentlich dazu da, um euch mit ganz vielen Leuten aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt zu vernetzen. Und da muss man natürlich ein bisschen sozial sein und mit den Leuten reden überhaupt. Eine Sache, die ihr tun könnt, um zum Beispiel mehr Leute, mehr Kommentare zu bekommen, ist, dass ihr eine Frage zu dem Post oder in den Post rein packt, die irgendwas damit zu tun hat, was ihr da gerade erzählt habt und die auch möglichst viele Leute irgendwie anspricht und beantworten. Weil das mache ich zum Beispiel auch hier in meinen Videos, dass ich dann euch immer am Anfang und auch nochmal am Ende frage, zum Beispiel, was sind eure Lieblings-Instagram-Post-Ideen oder habt ihr noch irgendwelche Bonustipps zum Thema Instagram und was man da posten kann und was man beachten muss? Solche Dinge, vielleicht nicht immer unbedingt so lange fragen und eher kurz, prägnant, nicht immer so außenrum wie ich. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders. Ich schreibe halt immer Romane, auch in meinen Videoskripten. Einfach, dass ihr dann mehr Engagement auf eure Posts kriegt, weil das bedeutet dann für den Instagram-Algorithmus, oh, der Post ist interessant, das sollte ich mehr Leuten zeigen. Und dann wird es halt in mehr Feeds gespült, in mehr Entdecken-Funktionsseiten reingespült und so weiter und so fort. Also der Algorithmus ist nochmal ein ganz anderes Thema und ich glaube, ich fühle mich da nicht kompetent genug, ein Video dazu zu machen, aber es ist halt super wichtig, in den ersten 24 bis 48 Stunden so viele Leute wie möglich bringen, irgendwas mit eurem Bild zu machen. Sei das jetzt nur liken, kommentieren, sich merken. Aber was auch wichtig ist, auf die eigenen Kommentare zu antworten, weil dann habt ihr noch einen Kommentar mehr auf eurem Bild. Das zählt auch für Instagram, auch wenn das ein Kommentar von euch ist. Die Kommentare von euren Usern auch zu liken, wenn es jetzt nicht immer Lust habt zu schreiben, danke für den Kommentar, voll nett von dir oder so und das müsst ihr 10-mal unter einem Post machen, dann liked halt oder macht einen Sammelkommentar, wo ihr manchmal mehreren Leuten dankt oder so, wenn ihr merkt, das wird irgendwie zu viel für euch. Und ich würde auch so machen, dass man danach sich selber und nach seinem Buch sucht, über die Hashtags zum Beispiel und Bilder kommentiert oder liked, die andere User von euren Sachen gemacht haben. Das ist so ähnlich wie dieses User-Generated Content auf eurem Account teilen, aber auch auf dem Account von dem
speziellen User da irgendwie so interagieren und es heißt nur ein Like, dann ist es auch okay. Dann weiß der, okay, der hat es gesehen, cool, der findet mein Bild schön, danke schön. Dann mache ich demnächst vielleicht nochmal ein Bild von ihm. Oder ihr sucht euch unter für euch relevanten Hashtags irgendwelche schönen Bilder oder Bilder, die euch interessieren und ansprechen, wo ihr wirklich was zu sagen könnt und kommentiert da. Es ist halt immer wichtig, dass ihr erstens freundlich bleibt und was Wertvolles beizutragen habt. Wenn ihr immer nur schreibt, ach, schönes Foto, hast du toll gemacht, folgt mir auf meinem Account, dann wird sich das negativ auf euren Account auswirken, beziehungsweise es wird einfach keiner folgen und ihr habt dann, weiß nicht, 10, 20 Sekunden Zeit verschwendet, weil ihr diesen Kommentar gepostet habt. Und natürlich gewinnt man über solche sozialen Interaktionen auch hin und wieder Bekannte, die einem dann aushelfen oder halt auch manchmal gute Freunde, die sich dann mit dir vernetzen wollen und mit denen man sich austauschen kann. Vielleicht andere Schreiberlinge, mit denen man sich irgendwie vernetzen kann, um sich gegenseitig irgendwie ja, zu motivieren und zu inspirieren und dazu zu bringen, halt weiterzuarbeiten und nicht irgendwie aufzugeben oder in der Versenkung zu landen. Das waren jetzt die 3 Bonustipps und die 10 Postideen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und gefallen. Und wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr auf jeden Fall auch nicht das Video, das ich schon für Autoren-Branding geplant habe. Und falls ihr noch Postideen habt, kommen wir wieder zum Thema Engagement-Frage oder generell Fragen zum Thema Instagram, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein oder schickt mir auf Instagram eine private Nachricht oder sonst wie ihr mich erreichen könnt. Ich versuche dann demnächst möglichst schnell noch ein Video mit euren Fragen zu machen oder auf spezielle Themen einzugehen, wenn das mehrere Leute sich wünschen. Und dann sind wir endlich am Ende angekommen. Nächste Woche wird es einen Vlog geben. Ich bin mir noch nicht sicher, was der beinhaltet, weil ich gerade noch nicht wirklich den gefilmt habe oder noch dabei bin, den zu filmen. Mal gucken, wie das dann so wird. Also lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall ein Schreibupdate geben nach diesem ganzen Ich hasse das Schreiben und versuche wieder das Schreiben lieben zu lernen. Falls euch das interessiert, auf jeden Fall auch weiter abonnieren. Da lassen oder weiter abonniert behalten den Kanal. Das würde ich mir auf jeden Fall freuen. Und dann wünsche ich euch noch eine produktive Woche mit ganz viel Kreativität und tollen Ideen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.